Die attraktive Fleischerei-Fachverkäuferin Theresa ist der Frau ihres Chefs schon länger ein Dorn im Auge. Nicht nur, dass Theresas Kleider immer kürzer und ihre Ausschnitte immer tiefer werden. Sie verbringt auch mehr und mehr Zeit in verdächtiger Vertrautheit mit ihrem Mann. Deshalb fordert Susanne ihren Mann Ole auf, die vermeintliche Nebenbuhlerin zu entlassen. Ich sehe doch, dass du mit dem jungen Ding flirtest. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Theresa konfrontiert den Fleischermeister daraufhin allerdings mit der Drohung, ihn und seine illegalen Geschäfte auffliegen zu lassen. Wenn du mich hier rausschmeißen willst, dann halte ich dich aber auch hin mit deinem Scheißdreck hier, gell? Wenig später wird Theresa in der Kühlkammer eingesperrt. Der Fleischermeister Ole wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass er seine Angestellte töten wollte, bevor sie ihn hätte verraten können. Herr Zeck, eine Ihrer Mitarbeiterin wurde über Nacht in Ihrem Betrieb im Kühlraum eingesperrt. Sie sollen auf diese Weise versucht haben, sie zu töten. Wollen Sie sich dazu äußern? Herr Gott, natürlich will ich mich dazu äußern. Ich habe Theresa nicht in den Kühlraum gesperrt. Sowas würde ich ihr nie antun. Das würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind antun. Würden Sie Frau Mahler denn als Feindin bezeichnen? Nein, natürlich nicht. Sie war ja Mitarbeiterin bei mir und eine sehr gute Verkäuferin. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie mit dran beteiligt ist, dass wir den Laden so lange über Wasser halten konnten. Sie hat ein hervorragendes Fachwissen und das schätzen die Kunden. Ja, und die Kunden, vor allem die männlichen Kunden, schätzten ja auch ihre äußerliche Attraktivität, oder? Ja, das mag schon sein. Ich meine, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass in der Fleischerei hinter der Theke so ein hübsches Mädel steht. Aber mir ist es nicht aufgefallen. Ach, das soll Ihnen nicht aufgefallen sein. Kam es nicht ausgerechnet deswegen immer wieder zu Streitigkeiten mit Ihrer Ehefrau? Ja, schon. Ich meine, meine Frau ist eifersüchtig und das war sie schon immer. Aber deswegen will ich ja niemanden umbringen. Ja, der Ärger mit Ihrer Frau mag zwar vielleicht nicht das Motiv gewesen sein, aber Sie konnten sich Frau Mahler trotz all Ihrer Vorzüge nicht mehr leisten. Weil Sie nämlich, seit dieser Discounter in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft aufgemacht hatte, Ihre ganze Kundschaft verloren haben. Die ist doch in Scharen davongelaufen in Richtung Discounter. Ja, das ist schon richtig. Aber wir haben noch eine andere Verkäuferin, die mal hätte kündigen können. Nicht Theresa. Ja eben, das bestätigt auch die Frau meines Mandanten. Sie war diejenige, die Frau Mahler entlassen wollte. Mein Mandant hat sich dafür eingesetzt, dass sie bleiben kann. Ja, aber ihm blieb doch auch gar nichts anderes übrig. Ich meine, Frau Mahler war ja immerhin seine Mitwisserin bei seinen Geschäften am Finanzamt und im Amtstierarzt vorbei. Und Frau Mahler hatte ja auch damit gedroht, dass wenn ihr gekündigt würde, sie alles ausplaudern würde. Und das wollte der Angeklagte doch um jeden Preis verhindern. Nein, wir hätten Theresa auf alle Fälle behalten wollen. Aber hat sie ihn denn gedroht? Ja, sie war halt ziemlich aufgeregt. Mhm. Gegen sie läuft ja noch ein separates Verfahren wegen fragwürdiger Geschäftspraktiken. Wer wusste denn von diesen seltsamen, von diesen Geschäften? Nur Theresa. Und wenn Sie glauben, dass ich mich deswegen jetzt entschuldige, da haben Sie sich geschnitten. Wie soll denn ein mittelständisches Unternehmen überleben können, wenn einem einfach vor die Nase ein Discounter gesetzt wird? Mein Vater hat den Betrieb aufgebaut und ich wollte ihn gern meinem Sohn übergeben. Aber egal, der Betrieb ist am Ende. Interessant, dass Sie das Schicksal der Fleischerei mehr zu interessieren scheint als das Ihrer Mitarbeiterin. Das ist nicht wahr. Auch wenn der Betrieb am Ende ist. Theresa lebt Gott sei Dank. Die Frau Mahler ist ja am 24.11. um 19.25 Uhr, ungefähr 19.25 Uhr, in den Kühlraum gesperrt worden. Wo waren Sie zu dem Zeitpunkt? Ich habe mich Punkt 19 Uhr ins Auto gesetzt und bin in den Wald gefahren. Mhm. Und mein Mandant ist sich mit der Uhrzeit deswegen so sicher, weil im Radio gerade die Nachrichten angefangen haben. Wie praktisch. Hat Sie da jemand gesehen, wie Sie zu dem Zeitpunkt die Fleischerei verlassen haben? Nein, meine Frau war schon weg und um 18.30 Uhr schließen wir. Ich bin dann auch einfach gegangen, ohne mich von meinen Mitarbeitern zu verabschieden. Weil ich hatte einfach genug an dem Tag. Es war einfach zu viel Stress. Was war denn für ein Stress? Naja, meine Frau hat Theresa gekündigt. Worauf Theresa zu mir kam und sich laut beschwert hat. Sie war ziemlich aufgeregt. Ich konnte sie dann beruhigen und habe gesagt, dass wir sie nicht kündigen werden. Das hat meine Frau erfahren. Die hat sich danach auch wieder aufgeregt und hat zu heulen angefangen. Herrgott nochmal! Ich bin Fleischer und kein Diplomat. Mir hat's einfach gelangt. Gibt es denn Zeugen dafür, dass Sie im Wald bei der Jagd waren? Nein. Geschossen haben Sie doch auch nichts, oder? Nein. Ausgesprochen ungewöhnlich. Sie gelten als hervorragender Jäger. Ja, dann ist mir halt mal nichts vor die Flinte gelaufen. Aber im Wald war ich trotzdem. Nun sind Sie aber dabei gesehen worden, wie Sie gegen 22.30 Uhr zur Fleischerei zurückgekehrt sind. Wieso das denn eigentlich? Weil mein Mandant die Wohnungsschlüssel vergessen hat. Oh. Ja, das ist richtig. Ich dachte mir, wenn ich nach Hause komme, wird meine Frau wahrscheinlich schon schlafen. Und ich wollte sie nicht wecken. Also bin ich auf dem Heimweg noch mal übers Geschäft gefahren und habe die Schlüssel geholt. Und da haben Sie die Frau Mahler im Kühlraum nicht gehört? Die soll ja doch einigen Lärm gemacht haben. Nein, ich habe sie nicht gehört, sonst hätte ich sie sofort rausgeholt. Sie haben Frau Mahler sehr wohl gehört, deswegen sind Sie doch zum Tatort zurückgekehrt. Nein! Sie wollten nachschauen, ob sie noch lebt. Nein! Warten Sie mal ab, Sie werden auch noch erkennen, dass die Ehefrau meines Mandanten hinter der Tat steckt. Aus Eifersucht. Ach, naja, da bin ich aber gespannt.
Bin mir auch nicht so ganz sicher, ne? Ich glaube schon, dass es meine Frau gewesen sein könnte, weil ich war es nicht, Gisela war es auch nicht, die hat ein Alibi. Es bleibt eigentlich nur noch meine Frau. Ich meine, sie hat sich schon ziemlich sehr über Theresa aufgeregt an dem Tag. Ich hoffe halt nur, dass sie keinen Scheiß gebaut hat. Noch weitere Fragen? Nein, danke. Dann tritt mir die Beweisaufnahme ein. Theresa Mahler, bitte. Guten Tag, Frau Mahler. Hallo. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie belehren, dass er als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen muss. Wer was Falsches sagt vor Gericht, der macht sich strafbar. Vorsorglich belehre ich Sie 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Theresa Mahler, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Simming. Sie sind ledig, Fleischereifachverkäuferin. Ja. Also ich habe jetzt eine neue Stelle bekommen. Im Discounter arbeite ich jetzt. Du arbeitest im Discounter? Na bravo. Weißt du, was ich dazu sage? Du bist eine Verräterin. Jetzt mal halblang, ja? Ich habe auch keinen Bock, jeden Tag die abgepackte Fleisch da in die Regale zu räumen, ja? Aber was bleibt mir anderes übrig? Einen anderen Job gibt's ja hier nicht mehr. Und übrigens arbeite ich lieber beim Discounter als beim Mörder. So ein Quatsch. Mensch, Theresa, du kennst mich schon fast 10 Jahre. Du musst doch wissen, dass ich sowas nicht mache. Ja, und wer soll es bitte schön sonst gewesen sein? Wir waren noch gar nicht fertig. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht. Stimmt es denn, dass Sie etwas von Geschäften des Angeklagten wussten, die nicht legal waren? Ja. Stimmt es, dass Sie damit gedroht haben, ihn auffliegen zu lassen? Ja. Und was wollten Sie damit erreichen? Ja, was man in so einer Situation schon haben will, Geld. Aber er meinte daraufhin nur, erpressen lasse ich mich nicht, aber kündigen wird er mir auch nicht. Er hat gemeint, es gibt ja auch noch andere Optionen. Ja, zuerst dachte ich, super, alles geklärt. Und ja, als ich dann eingesperrt war, wusste ich, was er wirklich damit meint. Umbringen wollte er mich. So ein Quatsch. Mensch, Theresa, ich habe gemeint, wir hätten noch eine andere Verkäuferin, die wir ausstellen können. Zum Beispiel die Gisela. Beschreiben Sie doch mal ein bisschen, wie sich der Angeklagte im Vorfeld diesen ganzen Tatkomplexes verhalten hat. Ja, ich sag mal so, also als der Discounter angefangen hat, uns wirklich das Leben zur Hölle zu machen, da war er nicht mehr er selbst. Bei der kleinsten Kleinigkeit ist er völlig ausgerastet, hat rumgeschrien und uns zur Sau gemacht. Und dann kam ja mal sein Standardsatz hier von wegen, oh, wenn mein Vater mich jetzt sehen könnte. Jedes Mal das Gleiche, ich sag's Ihnen, der Laden ging ihm über alles. Dafür wäre er sogar über Leichen gegangen. Haben Sie denn gesehen, wer Sie im Kühlraum eingesperrt hat? Nee, das habe ich leider nicht. Womit wir ja beim Thema wären. Schildern Sie uns doch mal, was hat sich denn da am Abend, also nach Ladenschluss war das ja, an dem 24.11. abgespielt? Ja, wir haben um 18.30 Uhr den Laden geschlossen. Also Gisela und ich haben dann angefangen aufzuräumen und die Sachen in die Kühlung zu schaffen. Aber die Gisela, die ist dann so um 6:45 gefahren, weil sie zur Chorprobe musste. Ich war quasi alleine, also dachte ich zumindest. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Rollläden zugemacht und die Einnahmen weggeschlossen. Und ja, und dann habe ich gesehen, dass da noch ein Schinken in der Auslage liegt. Und ich, Depp, hab noch gedacht, ich habe ihn vergessen. Denken Sie das heute auch noch? Natürlich nicht. Der Zeck hat doch mit Absicht die Keule in die Auslage gelegt, damit ich noch mal in die Kühlung gehe. Und ja, so war es dann auch. Kaum war ich drin, war die Tür zu und das Licht ging aus. Nun ist es ja aus gutem Grund so, dass Kühlräume immer auch von innen zu öffnen sind. Ja, ich bin ja auch zur Tür gegangen, aber die ging nicht auf. Und war mir sofort klar, dass ich in der Falle sitze. Ja, die Tür ließ sich deshalb nicht öffnen, weil sie von außen mit einem Holzkeil versperrt war. Zwar mit diesem Holzkeil hier. Der ist natürlich untersucht worden, aber leider hat man dann keine verwertbaren Spuren finden können. Aber es ist natürlich ein deutliches Indiz dafür, dass sie nicht zufällig da drin eingesperrt waren. Ja, klar war es kein Zufall. Der hat mich doch absichtlich eingesperrt. Ich meine, ich bin ja gleich zur Tür gelaufen, habe wie eine Wahnsinnige geschrien und an die Tür getrommelt. Also das hätte er wirklich hören müssen. Da hättest du aber ein bisschen lauter schreien müssen, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon im Wald. Sie sind also ab 19.30 Uhr im Kühlraum eingesperrt gewesen und am nächsten Morgen um 6.45 Uhr hat sich dann Ihre Kollegin, die Gisela Gutmann, aus dieser misslichen Lage befreit. Ja, und Sie können sich auch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, die Gisela zu sehen. Hm. Ich war so erleichtert. Als Sie befreit wurden, da litten Sie unter einer starken Unterkühlung und Erfrierungen ersten und zweiten Grades an Fingern, beider Hände, an Ohren und an zwei Zehen des rechten Fußes. Man sieht es ja auf den Fotos hier auch. Ja, Sie waren dann auch stationär im Krankenhaus. Sie hatten aber riesiges Glück gehabt. Ja, ich weiß. Ich wusste auch, dass ich immer in Bewegung bleiben muss. Anfangs bin ich ja auch immer im Kreis gelaufen. Ich hatte ja auch noch meine dünnen Verkaufsklamotten an. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Kisten von einer Seite des Raums zum anderen zu räumen. Kiste für Kiste. Aber es hat mir auch gegen die Angst geholfen. Ah, hallo Frau Gutmann. Herr Schlüter, Sie auch hier? Ja, klar. Ich bin geladen, sag als Zeuge aus gegen Herrn Zeck. Aber Sie dürfen... Na, machen sich keine Sorgen, unser kleines Geheimnis ist bei mir sicher. Das hat ja auch mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun.
Ich wollte eh noch was mit Ihnen besprechen. Ach, der feine Herr Schlüter. Sie haben ja gerade noch gefehlt. Hallo Frau Zeck. Na, wie geht's Ihnen? Na, wie soll's mir schon gehen? Mein Mann steht wegen Mordes vor Gericht. Und wegen Ihrem Discounter mussten wir unseren Laden schließen. Mir geht's blendend. Dankeschön. Hauen Sie doch einfach wieder ab. Gisela, hier stinkt's irgendwie. Was wollte der denn überhaupt von dir? Ach, der nichts. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Frau Zeck? Ganz gut eigentlich. Also ich meine, ich war schon enttäuscht, als sie mir kündigen wollte. Aber ich meine, im Nachhinein bin ich ihr nicht mehr böse. Sie wollte einfach nur ihren Laden retten. Und da muss man halt manchmal auch Personal abbauen. Und wussten Sie auch, dass Frau Zeck sehr eifersüchtig war? Ja, schon. Sie dachte manchmal, dass ihr Mann was mit Kundinnen hatte. Und wussten Sie auch, dass Frau Zeck eifersüchtig auf Sie war? Also gesagt hat sie nie was, aber... Also sie hat sich schon komisch verhalten. Sie hat dann angefangen, mir irgendwelche Vorschriften zu machen. Ich soll den Kittel höher zuknöpfen und dann sollte ich mir auch noch so eine bescheuerte Netzhaube aufsetzen. Also, aber da hat dann Herr Zeck was dagegen gehabt. Können Sie sich denn vorstellen, dass Frau Zeck Sie aus Eifersucht kündigen wollte? Ja, bestimmt. Das hatte bestimmt auch eine Rolle gespielt. Also ich meine, gesagt hat sie nichts. Sie meinte nur, dass sie sich keine zwei Verkäuferinnen leisten können. Und ich meine, die Gisela, die hat ja auch schon länger im Betrieb gearbeitet und hat einfach weniger Geld verdient. Von daher wollte sie mich halt loswerden. Mhm. Aber im ersten Moment war ich mir eigentlich schon sicher, dass sie aus Eifersucht mich loswerden wollte. Weitere Fragen? Keine. Dann herzlichen Dank, Sie dürfen den Platz nehmen. Susanne Zeck, bitte. Sie bleiben unvereinigt. Hallo, Theresa. Schatz, hallo, wie geht's dir? Geht schon. Ja. Also um unsere beiden Söhne musst du dir keine Sorgen machen. Die sind super tapfer. Die haben dir auch ein Bild gemalt. Darf ich es ihnen kurz zeigen? Ich hab's unserem Jungen versprochen. Ja, also, aber nur kurz und schnell, bitte. Hier bist du mit den Würsten in der Hand und da sind unsere beiden Kinder. Und das bin ich. Ja, das darf er von mir sogar behalten. Also jetzt nehmen Sie aber bitte Platz. Das kriegen wir schon hin. Komm, Kopf hoch. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich stark. Bei 55 StPO, Sie müssen hier auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Sie heißen Susanne Zeck, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Simmingen, Sie sind verheiratet, Sie sind Köchin, Sie sind Catering-Fachkraft. Jetzt im Moment sind Sie aber arbeitslos. Ne? Das ist richtig, weil wir haben die Fleischerei ja zumachen müssen und seitdem bin ich arbeitslos. Ich habe auch schon 27 Bewerbungen geschrieben. Da kriegt man teilweise noch nicht mal mehr eine Absage. Fühlt man sich dann wie Dreck und die Kinder sollen das auch nicht mitbekommen. Das ist sicher nicht so leicht für Sie. Ja. Jetzt sind Sie die Ehefrau des Angeklagten. Als Ehefrau haben Sie eigentlich ein Zeugnisverweigerungsrecht. Worum es geht, brauche ich Ihnen glaube ich nicht sagen. Im Mann wird ja vorgeworfen, die Frau Mahler da in Kühlraum eingesperrt. Ich will aber aussagen, mein Mann ist unschuldig. Die Sache muss geklärt werden, sonst haben wir nie die Möglichkeit, wieder was Neues aufzubauen. Warum glauben Sie an die Unschuld Ihres Mannes? Ich kenne doch meinen Mann, der ist zu sowas gar nicht in der Lage. Und außerdem, ich hätte auch irgendwas mitmerken müssen. Ach ja? Ja. Dann schildern Sie doch einfach mal den besagten Abend aus Ihrer Sicht. Also an dem Abend, da bin ich so um 6:35 schon gegangen. Ich war auch froh, dass ich aus dem Laden gekommen bin, weil wir uns an dem Tag ja gestritten haben. Und ich hatte für die Bank, musste ich noch Papierkram erledigen. Und ich war auch an diesem Tag auf die Theresa richtig sauer, weil sie einfach meine Autorität in Frage gestellt hat. Und dann ist sie gleich zu meinem Mann gerannt. Mhm. Können Sie es mal schildern? Wie war das? Sie haben ja die Kündigung ausgesprochen. Ja. Wie hat sie dafür reagiert? Sie war frech, so würde ich das sehen. Also sie hat mir gesagt, ich hätte ihr gar nichts zu sagen und mein Olle sei der Boss. Und als mein Mann dann auch die Kündigung zurückgezogen hat, hat sie mich so von oben herab triumphierend angeschaut. Und Sie, waren Sie da wütend? Ja, natürlich war ich da wütend. Ich meine, aber ich kann die Theresa mittlerweile verstehen. Ich meine, wir waren alle in derselben Situation, dass wir einfach Angst um unsere Existenz hatten. Und da lässt man sich sowas einfallen. Wie kamen Sie eigentlich dazu, der Formale ohne Rücksprache mit Ihrem Mann zu kündigen? Das ist so nicht richtig. Also wir hatten öfters schon darüber geredet, was wir tun können und tun müssen, um unseren Betrieb zu retten. Und wir haben auch darüber geredet, dass wir uns von einer unserer Kräften trennen müssen. Und da ich ja dieses wichtige Bankgespräch hatte, wo die
die Bank ja auch Ergebnisse sehen will, wie wir den Betrieb aufrechterhalten, habe ich mich halt an diesem Tag dafür entschieden. Und ich habe mich halt für unsere langjährige Arbeitskraft entschieden, dass die bei uns bleiben darf. Und ich habe mir auch gedacht, dass die Theresa, weil sie jünger ist, viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Die andere Kraft ist die Frau Gutmann, oder? Ja. Die ist ja knapp 50, oder? So, genau, ja. Ja, sie hat offensichtlich wirklich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie hat jetzt schon wieder einen Job. Ja, das kannst du laut sagen. Sie arbeitet beim Discounter. Ach nein, das ist ja typisch. Typisch? Was ist da bitte typisch? Entschuldigung, was hätte ich denn bitte machen sollen? Soll ich unter eine Brücke ziehen oder was? Sie wissen genauso gut wie ich, dass es bei uns keine Jobs mehr gibt. Aber ausgerechnet im Discounter, wissen Sie, der Laden, der hat uns den Garaus gemacht. Das ist ja ohnehin schon schwer, weil die Leute haben immer weniger Geld. Und mit so einem Discounter, wie soll man da konkurrieren? Ja, der Bäcker an der Ecke hat auch schon zugemacht. Wissen Sie, was Ihr Mann an dem Abend getan hat? Ja, er war auf der Jagd, das hat er vorgehabt. Und wann kam er nach Haus? Das war um circa 23 Uhr. Haben Sie ihn da noch gesehen? Ja, ich habe die Nacht schlecht schlafen können, weil ich einfach im Gedanken immer wieder dieses Bankgespräch durchgegangen bin. Mhm. Hat sich Ihr Mann in irgendeiner Weise ungewöhnlich verhalten, als er nach Hause kam? Nein, also er wirkte so ein bisschen deprimiert, weil er kein Tier geschossen hatte. Und an dem Abend, da haben wir auch noch mal wegen Theresa gesprochen. Gott sei Dank hat er mir dann einfach alles erzählt, auch von seinen krummen Geschäften. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich ja auch der Theresa gegenüber anders verhalten. Aber dann habe ich schon einiges verstanden. Was haben Sie denn da verstanden? Ja, was hätte ich denn denken sollen? Die zwei haben immer getuschelt und wenn ich dazu kam, dann waren sie wieder still. Ich meine, ich habe gedacht, die hatten ein Verhältnis. Und wollten Sie deshalb, dass Frau Mahler gekündigt wird? Das ist totaler Quatsch. Nein, ich habe Ihnen noch gerade erklärt, warum ich mich für die andere Kraft. Aber Ihr Mann hat sich geweigert, Frau Mahler zu kündigen und da hat es Ihnen gelangt. Sie waren mal wieder eifersüchtig, sind ausgerastet und deswegen haben Sie Frau Mahler in den Kühlraum eingesperrt. Sie wollten sie endgültig loswerden. Ach. Das ist ja total. Nein, also das stimmt gar nicht. Totaler Quatsch. Olle, jetzt bitte, kannst du nicht auch mal was sagen? Was soll ich denn sagen? Ja, dass ich das nicht war. Naja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine, ich war es nicht. Was? Gisela war es auch nicht. Und Theresa kann sich wohl schlecht selbst eingesperrt haben. Jetzt glaubst du, dass ich. Die Theresa. Das ist ja. Um Gottes Willen, das. Aber. Ich meine, ich bin deine Frau. Wie kannst du sowas denken? Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Theresa ist sehr attraktiv. Vielleicht war es ein eifersüchtiger Ex-Freund oder ich weiß nicht, eine Rivalin. Ich bitte Sie, die Polizei hat ausführlichst den Hintergrund von Frau Mahler beleuchtet, ja? Da war nichts zu finden. Also ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, Frau Zeck hier die Tat unterschieben zu wollen. Sie hat ein Alibi. Okay, ja, genau. Erzählen Sie doch mal, was Sie gegen 19:30 Uhr gemacht haben. Also, da wollte ich ja eigentlich schon längst zu Hause sein. Aber die Nachbarin, die hat mich im Treppenhaus abgefangen, weil sie für ihre Kleine keine Babysitterin hatte. Ihre Mutter hatte eine Autopanne gehabt. Ich habe für die Kleine, auf die habe ich schon öfters aufgepasst. Und das habe ich natürlich gemacht. Und um 9 Uhr kam dann auch die Oma. Die kann das bezeugen. Und ab wann waren Sie da dann als Babysitterin? Das war um 19 Uhr habe ich angefangen. Wie lange haben Sie denn von der Fleischerei zu Ihrer Wohnung gebraucht? Das sind 10 Minuten. Wie alt ist das Kind, auf das Sie aufgepasst haben? Es war damals 18 Monate. Was hat das Kind an diesem Abend gemacht? Es hat geschlafen. Geschlafen. Wer sagt denn, dass Sie das schlafende Kind nicht alleine gelassen haben? Von der Wohnung zur Fleischerei gegangen sind, vielleicht sind Sie auch gerannt, haben dort Frau Mahler im Kühlraum eingesperrt, sind wieder zurück, dafür reichen 20 Minuten. Also es ist totaler Quatsch. Ich bin selber Mutter von 2 Kindern. Ich würde kein kleines Baby alleine liegen lassen. Vielleicht haben Sie das Kind auch mitgenommen. Totaler Quatsch habe ich nicht gemacht. Nein. Hätte auch schreien können. Ja, aber an dem Abend nach der Jagd, als wir noch miteinander gesprochen haben und ich dir gesagt habe, du brauchst nicht eifersüchtig zu sein, da warst du auf einmal so verzweifelt und hast immer wieder gesagt, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Aber ich hab doch deine krummen Geschäfte gemeint. Ich meine, außerdem, weil wir uns vertrauen sollten. Und wenn ich die Situation gewusst hätte, dann hätte ich die Theresa nie gekündigt. Das ist doch ganz was anderes. Naja, so habe ich das an dem Abend auch verstanden. Nur mittlerweile hatte ich ein bisschen Zeit und habe mir so meine Gedanken gemacht. Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht. Und wissen Sie was? Sie gehen in eine ganz andere Richtung. Sie lügen. Sie waren zur Tatzeit am Tatort. Und das wird die nächste Zeugin auch bestätigen. Gibt es denn noch Fragen an diese Zeugin? Nein. Dann bleiben Sie unbeteiligt. Dankeschön. Gisela Gutmann, bitte.